So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Stable Online, zu einem neuen Tag. Wir hatten in der letzten Folge uns den Bau der Brücke bzw. der Reparatur, ja, der Brücke angenommen und helfen gerade dem lieben Baumeister Donald dabei, weil er hat nämlich so einige Schwierigkeiten, den Bau bzw. die Reparatur der Brücke selbst zu erledigen. Und da ich natürlich als kompetenter Bauarbeiter, Schrägstrich Erzarbeiter, nee, das heißt Bergarbeiter und ja, ich glaube mehrere Sachen habe ich jetzt auch noch nicht getan. Ja, ich habe mich auf viele Gebiete spezialisiert und hoffe, dass ich auch dementsprechend entlohnt werde. So, von Baum zum Brett. Dann wollen wir mal Bretter für die Brücke herstellen, Vivian. Lass dich nicht vom Vorgang einschüchtern. Du wirst es ganz toll machen. Zuerst brauchst du einen Stamm, also einmal der verlassenen Farm. Ja, genau, das hatten wir alles schon mal. Dann machen wir den Spaß noch einmal, weil wir können nur einmal ab. Da ist doch Night Star. Ärgere mich jetzt hier bloß nicht. Weil. Komme ich eigentlich hier. Nein, ich mache das nicht. Nein. Bevor ich da irgendwo anders rauskomme, nehme ich lieber den ganz normalen Weg. Ja, weil wir können nämlich nur einmal am Tag einen Baumstamm behandeln, sodass er dann halt Bretter ergibt. Sehr gutes Deutsch. Und das wird eine sehr mühselige Aufgabe, weil ihr habt ja schon gesehen, wie weit ich schon mit der Reparatur bin, wie hoch mein Fortschritt ist, nämlich genau nichts. Aber mal schauen, wie weit wir heute an diesem Tag kommen. Außerdem muss ich nochmal nach Silverglade und die anderen Quests abschließen, weil da musste ich nämlich auch einen Tag warten. So. So, jetzt steige ich einmal ab. Ich habe sogar noch zwei Bretter. So, da haben wir das nämlich schon erledigt. Dann machen wir das hier. Dann müssen wir noch die Bretter in diese komische, ich glaube, Imprägniermaschine stecken. Sehr schön. Aber ich glaube, wir dürften rein theoretisch nicht weiterkommen, weil wir hatten ja noch zwei Bretter, wie ihr sehen könnt, und die konnten wir nämlich nicht verbauen. Lass mich mal eins der Bretter sehen. Hm, okay, das hatten wir alles schon mal. Ja, genau. Rest sagt dann Auszeit. Bla bla bla. Ich kann aber bei dem Bulldozer. Aber hier, so weit war ich doch schon. Ich habe die aber schon draufgelegt. Das finde ich jetzt ein bisschen fresh. Weil so weit war ich nämlich schon. Ich dachte nämlich, dass wir hier wirklich dann hier Schritt für Schritt dann bis wir halt dorthin dann kommen ist. Und der winkt sich immer noch den Arm aus. Gut gemacht. Yay. Dankeschön. Ich weiß. So. Ziel immer näher. Okay. Huch. Sehr gefährlich. Eigentlich wäre ich jetzt runtergefallen. So, und? Kommt jetzt nochmal dieses wunderbare Zahnrad? Genau. Na gut, ist mir eigentlich schon fast bei einem Viertel. Zahnrad, da bist du. Na gut.
Hat einen neuen Auftrag für dich. Hatte er ja eigentlich schon gestern, aber gestern hatte ich ja dann aufgehört aufzunehmen. So, Donald. Die Reparaturen gehen weiter. Du hast also schon Bretter ausgelegt. Das ist super. Dann können wir jetzt mit dem nächsten Schritt weitermachen. Wir müssen zusehen, dass die Balken, die die Brücke oben halten, auch ordentlich befestigt sind. Dafür brauchen wir massenhaft Nägel. Die gute Nachricht ist, dass das ist massenhaft Nägel, dass ich massenhaft Nägel auf der Ladefläche meines LKWs hatte. Die schlechte Nachricht ist, dass sie heruntergefallen sind, weil der Boden so uneben war. Dann hättest du sie besser befestigen sollen, ne? Wenn wir schon bei der Befestigung sind, da fängt es dann schon bei den Nägeln an. Ich glaube, wir können die Nägel jedoch ganz schnell einsammeln. Danach können wir die Balken zusammennageln. Oder vielleicht machst du das. Ich glaube nicht, dass ich mich so weit auf die Brücke hinaus traue. Reite bis zum Molanstand und sammle alle Nägel, die du finden kannst, Vivian. Viel Erfolg. Dankeschön. Ach, dieser. Es ist. Nein, ich rege mich nicht über die Inkompetenz von manchen Menschen auf. Aber stellt euch mal wirklich vor, ich wäre jetzt hier nicht auf die Insel gekommen. Was hätten die jetzt gemacht? Die hätten so viele Probleme. Die hätten. Ja, der Mondstein wäre nach einigen Wochen nicht mehr vorhanden gewesen, weil Herr Kempel nämlich dann sein Vorhaben in die Tat umgesetzt hätte. Dann hätte Silverglade keine funktionierende Uhr. Dann hätten die jetzt fast keine vollständig reparierte Brücke. Also ich bin ja wirklich gespannt, welche Aufgaben noch auf uns warten. Und ich sehe schon, Nightstar muss dann auch wieder versorgt werden. Und dann würde ich nämlich dann. Oder mache ich das jetzt? Ich mache das jetzt. Ich sammle jetzt erstmal die Nägel ein. Und wenn ich schon mal hier bin, reite ich gleich zum Molandstall. Mache da mein Pferdchen sauber und mache da die täglichen Aufgaben. Und würde dann im gleichen Atemzug nochmal die tägliche Runde hier drehen. Ich muss mal schauen, inwieweit ich das dann für das weitere Let's Play mache. Weil ich meine, das sind bestimmt schon so eine Viertelstunde, die dann halt schon ins Land gehen. Oder vielleicht 10 Minuten. Und es wird ja höchstwahrscheinlich sein, dass ich nicht jeden Tag aufnehmen kann. Ich mache ich das auch einfach offline, dass ich wirklich jeden Tag hinsetze und wenigstens die täglichen Aufgaben mache, dass mein Ruf da halt ein bisschen. Das ist ein schöner Haflinger. Das ist auch ein schönes Pferd. Es gibt so schöne Pferde hier. Ja, hallo. Ich brauche auch noch einen Pony. Fällt mir gerade ein. Für. Pelli, nee. Polly und Penny, so heißen die Tanten. Genau, so. Nightstar. Nein, das wollte ich. So, dann noch einmal. Fressen oder füttern. Das Wort finde ich ein bisschen eleganter als fressen. Dann habe ich nämlich noch die Bürste. Und dann noch ein bisschen betüdeln. Genau, so, da ist jetzt Nightstar rundum glücklich. Jetzt gehen wir nochmal zum Brett. Nehmt da jetzt hier jede Aufgabe mit? Ja, nein. Machen wir jetzt einfach mal kurz. Okay. Weiß man jetzt nicht, was ich dadurch jetzt erreicht habe, außer ein Upgrade. Heißt das etwa, ich kann jetzt ein weiteres Pferd mehr holen? Ich habe Upgrade ist fertig. Das gucken wir uns gleich mal an. Ich brauche die Pferde zu tränken. Misste die Moorlandstelle aus. Ja, und. Und ja, und das war's. Okay, gut. Dann machen wir noch schnell das. Und jetzt wird der Kürbis gleich wieder in der Luft stehen, weil es ist ja Halloween und es war Halloween. So.
Ich glaube, normalerweise müsste ja Nightstar jetzt ein bisschen schneller laufen, weil ich hatte ja letztens erst oder in der letzten Folge erst den Aufstieg. Das heißt, er müsste rein theoretisch schneller laufen und ich müsste rein theoretisch eine neue Bestzeit erreichen. Nein, das ist das falsche Heu. Das. Ist das eigentlich ein Pony? Ist klar ein Pony, oder? So von der Größe her würde das ja rein theoretisch schon passen. Das ist auch ein schönes Pferd. Auch. Da habe ich gleich wieder Bock, Schleichpferde zu sammeln. Oder zu kaufen und zu sammeln. Und dann irgendwo hinzustellen, wenn ich die ganzen Pferde sehe. Ach so, nein, ich wollte gar kein Upgrade. Ach, verdammt. Ja, ich muss auch zur Maya, oder? Ach ne, zu Jenna muss ich, oder? Ja, zu Jenna. Jenna entlohnt mich ja für meine Mühen. So. Yay. Nein, nein, ich möchte nicht übernachten. Ach so. Nein, okay. Ja, das habe ich jetzt erfolgreich verbindet. Das ist auch ein schönes Pferd. Das sieht aus wie ein Dressurpferdchen. So, da gehen wir mal ganz schön aus dem Stall rein. Okay, ich muss mein Pferd dabei haben. Nightstar. Mein kleiner süßer Nachtstern, komm mal her. So, da gehen wir mal kurz hier rein und schauen, was uns hier erwartet. Willkommen in deinem neuen Stall. Du kannst dein Pferd in deine neue Box stellen, wo du sie leicht erreichen kannst. Wenn du keine freien Boxen in deinem Stall mehr hast, werden die übrigen Pferde in deinem Inventar platziert. Du kannst ein weiteres Upgrade deines Stalls ausführen, wenn du Level 5 erreicht hast. Jedes neue Upgrade-Level bringt dir mehr Boxen und andere Dinge. Sprich mit John, um ein Upgrade deines Stalls durchzuführen. John steht vor dem Stall. Im Hilfemenü neben der Karte findest du mehr Informationen und zum Stall und dazu, wie hier alles funktioniert. Im Hilfmenü neben der Karte findest du mehr Informationen zum Stall. Und achso, hab ich doch schon. Ach du großer Gott. So viele Pferde kann ich mir holen. Ach du grüne Neune. Ach du großer Gott. Aha. Kann ich das hier wohl abdingsen? Bringt das denn jetzt auch irgendwas? Ach, ich muss ja erst einseifen, oder? Was ist das? Oh nein. Oh nein, ich hab wieder... Oh. Hallo. Was seid ihr denn für? Okay, ich gehe mal kurz raus, mal schauen. Gut, es ist jetzt vorbei. Der Soundbug. Okay. Na, ist ja schön, da kann ich mir ganz, ganz viele wundervolle Pferdis holen. Das freut mich. Jetzt werde ich noch einmal mit Loretta und Han sprechen. Ich bin ja auch wirklich mal gespannt, wann es hier auch mal weitergeht. Wann ich ein offizielles Mitglied werde, oder war das jetzt schon so die Quest? Also der Questverlauf? Oder kommt da nochmal ein bisschen mehr? Das Silbergeld habe ich ja jetzt schon an sich fast abgeschlossen. Jetzt kümmere ich mich ja um die Brückenreparatur. Und mit James, gut, bei James habe ich ja noch Token, den ich ja fotografieren muss, damit er Postkarten draus machen kann und wieder die unter den Leuten zu jubeln. Das ist ja... Ja.
Wenn der wirklich Geschäftsmann wäre, der würde sich mit dem Herrn Campbell bestens verstehen. Ich glaube, wenn man die beiden zusammentut, dann kann sich ja ganz Jorvik eigentlich, ja, dann ist Jorvik nicht mehr zu retten, wenn die beiden irgendwann mal, ja. Aber ich hatte doch eine. Was? Hä? Was war denn das? Aber warum wird mir denn jetzt meine Höchstleistung nicht mehr angezeigt? Was soll denn das? Ja. Es war zum Beispiel auch die Musik. Wenn die nämlich bei Starshine immer eingesetzt hatte, da wusste ich immer, oh Gott, jetzt muss ich gleich reiten. Und dann gibt es wieder ganz gemeine Hindernisse, die ich beim ersten Mal definitiv nicht schaffen werde. Und dann sterbe ich oder stürze die Klippen herunter. Ich bin ja auch mal gespannt, ob wir auch in die Schule können, wo ja Linda, Alex, Anne und Lisa ja immer gewesen sind. Ich glaube, wenn das wirklich passiert, dann kriege ich wirklich ein ganz, ganz beklemmendes Gefühl dabei. Das ist wirklich, also das hat mich, ich weiß, ich sage das viel zu oft, aber wirklich traumatisiert. Und das hat nur noch ein Pferdespiel geschafft. Das hatte ich dann auch mal, ich weiß gar nicht mal, wie das heißt. Ich hatte das dann mal auf YouTube gesucht und auch gefunden. Und dann habe ich halt wirklich die Stelle mir rausgesucht, wo ich halt wirklich diese Probleme hatte. Und es gab zum Glück noch andere Spieler, die genau dieselben Probleme hatten. Also ich war jetzt nicht die Einzige, die da irgendwie einen kompletten Knall hatte. Aber das war ein Spiel. Ich glaube, das war auch irgend so ein Gestütsspiel, wo du als Tochter oder Verwandte oder Bekannte irgendwie dann auf das Gestüt oder auf diesen Reiterhof gekommen bist. Und dann gab es auch irgendwelche Probleme. Und dann gab es dann eine Aufgabe. Das war so eine Art Albtraum. Und du musstest mit deinem Pferd dem Licht folgen. Und die Musik war aber so grauenhaft, das hat mich total fertig gemacht. Ich habe das mehrere Male nicht geschafft, weil ich dann einfach so in Panik war. Ich war halt ein kleines Kind, ne? Und musste dann bei meinem PC die Musik ausstellen, damit ich das ganz beruhigt spielen kann. Das, also. Pferdespiele sind schlimmer als Horrorspiele. So, die Reparaturen gehen weiter. Hast du die Nägel gefunden, Vivian? Hast du? Toll. Warum siehst du so unglücklich aus? Fast alle waren verbogen. Ui, was machen wir denn da? Ach, Vivian, wir brauchen unbedingt neue Nägel, um die Brücke reparieren zu können. Mit krummen Nägeln kommen wir da nicht weit. Du kennst dich hier aus, oder? Kennst du nicht jemanden im Mullen, der uns mit Nägeln helfen könnte? Der Schmied? Kann er wirklich Nägel schmieden? Er kann alles Mögliche schmieden, sagst du? Okay, wir haben wohl keine andere Wahl. Selbstgeschmiedete Nägel sind sicher genauso gut wie industriell hergestellte, wenn nicht vielleicht sogar auch besser. Ich verlasse mich auf dich und hoffe, dass alles gut geht. Wir sehen uns. Nur 5 Schillinge für diese ganze Arbeit. Eigentlich müsste man mal so eine Art Fahrtenbuch hier einführen, wo dann die ganzen Kilometer aufgelistet sind, die ich für jede einzelne Person zurücklege, weil die einfach zu inkompetent sind, um auf ihre eigenen Sachen aufzupassen. Und müsste das dann abrechnen, je nachdem, wenn dann wirklich ich denen geholfen habe und alles subidubi ist. Und müsste denen das einfach in Rechnung stellen. Ich glaube, da kommen die mit ihren 5 Schillingen kommen die da nicht unbedingt weit. Ich glaube, da müssen. Hallo? Müssen die da schon noch ein paar Nullen mehr dann hinten ranstellen? Der hat gar keinen Sattel.
Auch sehr interessant. Ach, hier kann man sogar schon Fort Pinta entdecken. Kann ich eigentlich schon den Steg? Nein, das ist ja erstmal noch gesperrt. Komme ich hier hoch? So, lieber. Wie heißt er nochmal? Conrad. Lieber Conrad, Martin, ich habe eine Aufgabe für dich. Ach, das muss ich auch noch machen. Der Schmied und die Nägel. Sei gegrüßt, Vivian. Nägel? Du willst ganz normale Nägel haben? Das ist etwas unter meiner Würde. Na gut, ich nehme die Herausforderung an, Vivian. Ich werde Nägel für dich schmieden, damit du die Brücke in die Erntefelder-Provinz reparieren kannst. Die besten Nägel der Welt werden das. Es ist meine Ehre, die Verbindung nach Jarlaheim und dem Jorvikstall wiederherzustellen zu können. Wie lange der wohl da winken muss auf der anderen Seite. Hör mir nun zu, Vivian. Das hier werden wahrscheinlich die besten Nägel der Welt. Damit wirst du alles Mögliche zusammennageln können. Das verspreche ich dir. Um dieses Meisterwerk kreieren zu können, brauche ich jedoch Material. Reite zum zur Damaskusmine und besorge mir Eisenerz. Komm zu mir zurück, wenn du genug für mich hast. Mache ich für dich. Und gleich das. Pass auf, das Feuer ist fast erloschen und ich kann die Schmiede gerade nicht verlassen. Bitte hilf mir, etwas Holz zu finden, sodass ich sie gut weiter antreiben kann. Das Holz muss trocken sein. Da wird es voll von Holz scheiden. Achso, okay. Ja gut, dann machen wir erstmal das, weil das ist ja gleich in der Nähe. Und bevor wir wieder sonst wohin reiten. So, haben wir hier. Jetzt weiß ich ja, was Holzscheiten sind. Oh, habe ich das? Ja. Und da muss ich noch einmal. Das mache ich nachher. Ich sammle erstmal die ganzen Holzblöcke auf. So, da haben wir noch eins. Da. Und dann habe ich schon die Anforderungen erfüllt. Sehr schön. Ich glaube, wenn ich mit Nightstar die Silverglade, nee, die Fort Pinte-Sachen noch mache, dürfte sie eigentlich ein Level abgeben. Danke, jetzt kann ich ein wenig weiterarbeiten. Achso, Eisenerz, okay. Da muss ich aber immer noch für meinen Nightstar hier die Hufeisen schmieden. Das hat er bis jetzt immer noch nicht getan. Obwohl ich ihm immer so auf opferungsvoll helfe. So, jetzt muss ich bestimmt wieder absteigen von meinem Pferd. X. Danke. So. Kann ich eigentlich die Kleidungsstücke auch verkaufen? Eigentlich ja schon, ne? Ich würde mal kurz hier reingehen. Vielleicht gibt es ja hier noch irgendwo einen Stern. Ich habe es im Blut geschwürt, dass hier ein Stern. Yay! Monan, 2 von 9. Oh, ich bin begeistert. Jetzt renne ich nochmal dorthin. Ich bin ja gespannt, was man erhält, wenn man alle Sterne gesammelt hat. Und wie ich mich kenne in meinem Sammelwahn, werde ich mit Sicherheit. Okay, hier gibt es nichts. Irgendwann alle Sterne dann versuchen zu sammeln. Vielleicht gibt es dann nochmal eine extra Folge, wo ich dann auch mir wirklich diese ganzen Orte rauspicken werde. Und werde die dann in einer gemütlichen Abendstunde abklappern. Kann ich mich hier. Geht das? Normalerweise müsste dieses Pferd 1000 Knochen brechen, aber ich habe ja ein massives Pferd, wodurch das nicht entsteht. Genauso ein Eisenerz brauche ich für deine Nägel. Hallo, Konrad. Sei gegrüßt, Vivian. Deine Nägel sind fast fertig. Um die Nägel vollenden zu können, brauche ich jedoch noch die wichtigste Zutat: Asche aus dem Ganok-Vulkan. Geh zu meinem Haus, Vivian. Dort steht eine Kiste. Diese Kiste enthält die kraftvolle Asche des Ganok-Vulkans. Dieser Stoff wird deine Nägel von
Bauern zu Königen werden lassen. Hol mir bitte diese Kiste, Vivian, und trage sie mit Vorsicht. Es war sehr schwer, diese Asche zu bekommen. Gut. Ismat Wagonheit, okay. Was heißt ein Wagon auf Englisch? Gut, Vivian, lass uns jetzt die Nägel begutachten. Die Ganok-Asche ist jetzt hinzugefügt, aber damit sie ihre Kraft wirklich entfalten kann, muss man Feuer heißer sein als je zuvor. Nur wenn es mit der Kraft der Sonne brennt, vereinen sich Asche und Eisen und bilden eine starke Allianz. Wenn das Feuer so brennt, so wie die Sonne, dann brauchen wir Brennmaterial, Vivian. Hinter meinem Haus findest du die besten Baumstämme Murlands. Hol sie und lege sie ins Feuer. Wenn das Feuer heiß ist wie die Sonne, dann sind die Nägel für ihren letzten Schmiedeschlag bereit. Danach werde ich dir diese kleinen Meisterwerke überlassen. Da. Krieg ich das alleine hin? Du brauchst ein Pferd. Du kannst dich ja. Warum versuche ich das überhaupt, wenn ich das sowieso schon weiß? Kann man eigentlich das Pferd dann auch rufen, wenn man wirklich so weit weg ist und einfach zu faul ist? Ändern dorthin zu ihm zu rennen, hinzurennen. So. Das nenne ich meinen Stamm und nicht wie die kleinen, schmalen Stämme, die wir für die Brücke immer holen. Achso, ich kann doch gar nicht schneller reiten, oder? Nein. Okay. Das nenne ich ja mal realistisch. Ach, was muss ich es noch dreimal machen? Oh, Gottes Willen. Kann ich hier durch? Komme ich hier durch? Ja. Komme ich auch hier unten durch oder bäumt es sich dann auf? Ach, was tut man nicht alles, um Baumeister Donald zu helfen? Oh Gott, huch! So, jetzt dann noch einmal der ganze Spaß. Laune. Ist es meine Gesundheitsanzeige? Eigentlich? Sieh dir diese Nägel an, Vivian. Bitte nimm sie und setz sie mit Bedacht und Weisheit ein. In den falschen Händen können diese Nägel gefährlicher sein als das schärfste Schwert. Benutze sie für die Reparatur der Brücke und du wirst sehen, wie sie mit jedem Nagel stärker und stärker wird. Wenn du noch mehr brauchst, komm zurück, dann helfe ich dir. Nein. Wenn du es eilig hast, kannst du natürlich schlechtere Nägel bei diesem Billy Bulldozer kaufen. Du findest ihn in der Nähe der Brückenbaustelle. Pass gut auf. Wenn ich das jetzt auch jeden Tag machen muss. Oh. Oh. Was ist das eigentlich? Ach, das war ja die. Wie heißt die? Eva oder Ivy? Mit diesem Gespenstern und Kürbissen, die da irgendwie aufgesammelt werden müssen. Jetzt will ich noch mal gucken. Ach, die hat ja nur Klamotten. Was haben die? Die hat hier Halloween-Zeug und die. Wer bist du? Beatrice. Oh, die. Die sieht hier mit ihrem Pokal, ne? Muss sie
allen zeigen, dass sie einen ganz großen Pokal gewonnen hat. Sehr sympathisch, diese junge Frau oder das junge Mädchen. Der Ingrid. Ingrid ist eigentlich auch ein cooler Name. Ich habe ja wirklich das ganz, ganz schlimme Gefühl, dass ich das auch jeden Tag machen kann. Und dann kriege ich noch eine Aufgabe und dann kann ich immer zwischen diesen drei Aufgaben wählen, was ich denn machen möchte. Die Balken sitzen jetzt schon richtig fest, Vivian. Weißt du was? Wenn die Brücke wieder ganz ist, werde ich so schnell wie möglich nach Jarlaheim laufen. Ich werde nur beim Gasthaus auf der anderen Seite der Brücke halten. Ich frage mich, ob es noch geöffnet ist. Der Zerfall der Brücke muss ja ein Untergang gewesen sein. Zurück zur Arbeit. Wir müssen mit dem nächsten Schritt weitermachen. Wir müssen die Brücke richtig versiegeln, sodass keine Splitter herausstehen und das Material nicht so anfällig für Kälte wird. Leider können wir nicht direkt weitermachen. Wie sage ich das nur auf eine gute Weise? Man könnte sagen, dass ich gute und schlechte Nachrichten habe, wie immer. Die gute Nachricht ist, dass ich extra Geld vom Stadtrat bekommen habe, um biologische Materialien zu verwenden. Ich hatte deswegen massenhaft umweltfreundliche Fugenmasse dabei. Gut, oder? Leider ist diese Fugenmasse jetzt weg. Sie war auf der Ladefläche des LKWs und als ich gerade geschaut habe, da war sie einfach weg. Jemand muss sie gestohlen haben. Oder sie wurde einfach nicht richtig befestigt und du, lieber Donald, hast sie einfach verloren. Warte, siehst du das dort hinten? Es sieht aus, würde Fugenmasse auf der Erde liegen. Die Tüte muss ein Loch gehabt haben. Das ist eine Spur, Vivian. Verfolge den Dieb. Ja, aber zunächst werde ich mich erstmal hier um meine Nägel kümmern. Du musst absteigen. Oder du musst absteigen, um diese Aktion zu machen, oder? Genau. Ich hätte auch dieses Spiel programmieren können. Na, immerhin haben wir ganz fast die Hälfte. Ja, aber der ist gleich geschafft. Und ich mache drei Kreuze, wenn die Brücke fertig ist. Sehr schön. Da verfolgen wir jetzt immer die Spur von diesem Heini, der eventuell die Fugenmasse geklaut hatte. Wobei ich ja eigentlich denke, dass, ja, Spur gefunden. Die einfach nur verloren gegangen ist. Da haben wir ja dann natürlich dann noch. Ja. Sind das Vögel? Ist das überhaupt gesund? Fugenmasse? Also, dass Vögel das essen oder Tiere das essen? Weil das sieht mir jetzt. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, Fugenmasse ist ja eigentlich wirklich. Ja, die Masse, die man ja zwischen den, also hier so fließend doch tut, oder? Und wenn das dann Tiere essen, ist es ja eigentlich nicht ganz so gesund.
Würde ich es mal so behaupten. So, einmal scharf links abbiegen. So, mein lieber Donald. Was? Haben die Vögel die Fugenmasse gefressen? Sie enthielt natürlich einen großen Anteil an Sonnenblumenkernen, das stimmt wohl. Aber es war doch ein ganzer Sack. Wie konnten sie damit wegfliegen? Es waren viele Vögel, ja? Einige Vögel sind stark, das ist ja bekannt. Sie müssen zusammen mit dem Sack davongeflogen sein. Hört sich schon recht komisch an, findest du nicht? Naja, jetzt können wir nichts dran ändern. Das bedeutet, dass ich mein geliebtes Jarlaheim nie wiedersehe? Vivian, wie kann ich nur diese Fugenmasse zurückbekommen? Ich weiß es nicht. So, jetzt habe ich keine Ideen mehr. Wie soll ich denn nach Jarlaheim kommen? Aus meinem Fenster konnte ich die Pferde des Jorvik-Stalls wiehern hören. Es wäre so schön, wenn ich sie noch einmal hören könnte. Was? Du kennst dich um die Fugenmasse kümmern? Wie denn? Warum biete ich sowas überhaupt erst an? Frau Horsworth? Nein, sie kenne ich nicht. Sie kennt sich mit biologischen Produkten aus? Okay. Ich weiß ja nicht, aber was bleibt uns schon anderes übrig? Wenn du das für eine gute Idee hältst, dann reite los und frage sie. Viel Glück, Vivian. Okay, also ich gehe jetzt davon aus, dass ich jetzt Sonnenblumen sammeln darf und dann popelt die da die Sonnenblumenkerne raus. Dann, keine Ahnung, mische die mit irgendwelchem Zeug zusammen und habe ich meine Fugenmasse. Ja, und dazwischen weiß ich nicht, wo sie diese Maschine hingestellt hat. Dann muss ich die Maschine suchen und dann, ja. Dann habe ich meine biologische Fugenmasse. Und das darf ich dann auch jeden Tag machen. Ist so meine Vermutung. Das sehe ich ja schon, das grüne Ausrufezeichen. So, Frau Hoosworth. Biologische Fugenmasse? Habe ich zwar noch nie gemacht, hört sich aber spannend an. Wir kochen also Fugenmasse, um die Brücke zwischen dem Nilmeershochland und der Erntefeldprovinz zu reparieren. Es wäre ja schon toll, wenn man wieder zum Jorvik-Stall reisen könnte. Ich habe hier ein Rezept meiner Großmutter, mit dem man wunderbare Fugenmasse macht. Ja, wer kennt's nicht? Die Großmutter hat ein Fugenmasse-Rezept. In meiner Familie wurde es als Fugenmasse und als Brot, oh hä, Brotaufstrich benutzt. Es schmeckt einfach zu gut. Es klebt allerdings sehr stark, da es sich um ein Familienrezept handelt. Darfst du niemandem davon erzählen? Nicht, dass dann die Vögel die Fugenmasse auf der Brücke dann abfressen. Wir brauchen einige Zutaten für die Masse. Ich habe ein paar Zutaten zu Hause. Den Rest finden wir draußen in der Natur. Die Pflanzen, die wir benötigen, wachsen alle in Moorland. Gut, es sind keine Sonnenblumenkerne, sondern irgendwelche anderen. Anderen. Eine Frühlingsblume. Da ist noch eine Frühlingsblume. Da ist irgendein Schild. Ach, Picknickkorb, okay. Und da ist auch die letzte Frühlingsblume. Ich muss ja mal schauen, wie weit wir von der Reparatur jetzt sind. Ob wir schon bei der Hälfte sind oder ob uns doch ein kleines bisschen fehlt. Gut, Vivian, das wird super. Ich fange da mal an. Na, fast bei der Hälfte.
Wie du da, wie das duftet, das ist das Gebräu, das gerade in meiner Küche köchelt. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar Zutaten, dann sind wir fertig. Zuerst brauche ich eine Tonne mit Hafer. Ich brauche nicht alles auf einmal, aber es ist eine große Brücke, also glaube ich, dass wir recht viel Fugenmasse brauchen. Im Monatsschein gibt es massenhaft Hafer und Thomas hat gesagt, dass ich so vieles haben kann, wie ich will. Reite hin und hol mir eine Tonne mit Hafer. Komm zu mir, wenn du den Hafer hast. Viel Glück. Also mir würde das schon irgendwie zu bedenken geben als Thomas Murland. Wenn da mal so eine Tonne Hafer bei mir im Stall fehlt. Das ist ja eigentlich für die Pferde gedacht, der Hafer. Na, so. Eigentlich. So, wo ist denn jetzt hier dieser Hafer? Wo glitzert es? Das ist eine Tonne, eine Tonne. Nee, ist doch eigentlich, also ein Fass. Da brauchst du eigentlich mehrere Fässer. Eigentlich. Rein theoretisch. Und Hafer wiegt ja eigentlich an sich nichts. Sehr gut, Vivian. Jetzt haben wir ausreichend Hafer. Jetzt ist der Hafer gut eingekocht und es riecht schon richtig gut. Nun ist es an der Zeit, die wichtigste Zutat hinzuzufügen. Die Klebewurzel. Ohne die Wurzel würde die Masse nicht halten. Klebewurzel ist hier in Moland sehr verbreitet. Es sollte also nicht schwer für dich sein, sie aufzutreiben. Vor allem die Wurzel ist wichtig und nicht die Pflanze an sich. Die Wurzel kann tief in der Erde sitzen, sei also vorsichtig, dass sie nicht abreißt. Falls die Wurzel doch abreißt, musst du eine neue suchen. Komm zu mir, wenn du genügend gesammelt hast, sodass wir mit der Fugenmasse weitermachen können. Gut, so versuchen wir jetzt mal unser Glück mit der Klebewurzel. Ach, Schaufel. Habe ich überhaupt die Schaufel? In der Tat, ich habe eine Schaufel. Ja, Hund nicht. Aber der kann natürlich auch das ausbuddeln. 1 von 8. Och Gott, ich krieg die Krise. Und ich sehe gerade, wir sind schon fast bei der 40-Minuten-Marke. Ich warte jetzt noch die Klebewurzel aus dem Boden schaufeln. Und dann würde ich die Folge erstmal beenden. Und dann werde ich in der neuen Folge dann die Fugenmasse zu unserem Lieblingsbaumeister bringen. Und werden dann mal schauen, ob wir dann noch irgendetwas für den lieben Herren machen dürfen, können sollen. Was macht denn die da? Tanzt die? Ja. Da beim Strand. Da macht die irgendein Workout. Aber ich sehe da irgendwas glitzern. Ein Moment, das muss ich näher inspizieren. Was glitzert denn da? Los, Nightstar. Los. Ein Bild mit dem lieben Token. Sehr schön. Na, da hat mein geübtes Auge mich nicht verlassen. Wendela Ice Ride. Okay, alles klar. Gut. Oh, da ist sogar noch ein Sternchen. Ach, okay, gut, da muss ich rüberspringen. Das machen wir noch. Und dann werde ich einfach die Folge jetzt gleich beenden, weil ich diese Klebewurzeln gefunden habe und ausgeschaufelt habe. Ist ja schon fast wieder Weihnachten. Stopp, 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 stopp. Nightstar. Ist übermütig werden. Ich muss hier die Klebewurzel. So. Nein, das mache ich nicht. Ich gehe hier entlang. Oh nein. Oh, okay, gut. Ja, dann wird es doch etwas länger werden, der Klebewurzel. Ich reite nochmal ganz schnell zu der.
Wie schon vorher angekündigt, werde ich jetzt hier diese wundervolle Folge beenden, die voller Spannung und Abenteuer gewesen ist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr mir moralisch beisteht, wenn der Bau der Brücke oder die Reparation, die Reparatur der Brücke in der nächsten Folge weitergeführt wird. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge.